Ein Autofahrer telefoniert während des Fahrens. Das ist zwar verboten, dennoch tun es viele Autofahrerinnen und Autofahrer immer wieder. Jeder zweite Motorradfahrer gibt an, so etwas bereits beobachtet zu haben. Während das für so manchen Pkw-Lenker noch immer ein Kavaliersdelikt zu sein scheint, beurteilen Motorradfahrer das Telefonieren am Steuer als sehr gefährlich. Autofahrer, die beim Fahren telefonieren, könnten Motorradfahrer übersehen, so die Angst vieler Zweiradlenker. Die Situation Motorradfahrer und Autofahrer gemeinsam im Straßenverkehr birgt natürlich Gefahrenpotenzial. Wir haben die heutige Studie unter dem Titel gestellt, Schuld sind immer die anderen, weil aus der Befragung sich ergeben hat, dass jeder die Situation aus seiner Sicht gefährlich beurteilt, die der andere Verkehrsteilnehmer verursacht. Ja, wir machen auch die Erfahrung, dass diese unterschiedliche Einschätzung eben sehr kausal ist für Unfälle. Und ich glaube, diese Rücksichtnahme, das gegenseitige, sage ich einmal, mehr beobachten, was der andere tut und die Einschätzung daraus wäre dann auch besser, wenn man das so durchführt. Das ist besonders wichtig in Zukunft, dass man das verbessert. Gefordert sind jetzt Motorradfahrer sowie Autofahrer in gleichem Ausmaß. Also es zeigt sich eindeutig, dass alle gemeinsam das miteinander machen müssen, dass defensivere Fahren vor allem wichtig wäre. Und wenn ich Motorradfahrer gerade auf dem Motorrad sitze, muss ich mich auch erinnern, wenn ich Autofahrer ja auch bin, meistens ist man ja beides gemeinsam, wie ich mich verhalte als Autofahrer und vice versa. Und das passiert oft nicht, sondern man sagt dann oft, okay, jetzt bin ich ein Motorrad, jetzt bin ich Motorradfahrer und der Rest interessiert mich nicht. Oder umgekehrt, jetzt bin ich Autofahrer und daher nur mehr solitär Autofahrer. Grundlage für sicheres Fahren ist die einwandfreie Fahrtechnik. Nur so kann man sich auf die Herausforderungen durch den Verkehr auch richtig konzentrieren. Motorradfahren ist körperliche Betätigung und körperliche Betätigung muss man trainieren, muss man üben. Und wir haben die jahrzehntelange Erfahrung, dass durch aktive Motorradtrainings die aktive Unfallgefahr sinkt. Und daher veranstalten wir auch jedes Jahr mit der HDI-Versicherung gemeinsam den Wettbewerb der sicherste Motorradfahrer Österreichs. Und wir haben 50 Finalisten, die dann im August antreten werden bei unterschiedlichen Bewerben. Und damit wollen wir wirklich das Bewusstsein schärfen, trainieren, trainieren, trainieren. Informationen zur Verkehrssicherheitschallenge sicherster Motorradfahrer finden Sie auch auf der Homepage oeamtc.at/fahrtechnik.